Jetzt, yes, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Fragenhagels. Ihr seht es direkt, ich bin heute nicht in Deutschland, wir sind in Belgien. Nachdem wir jetzt schon in England, in Frankreich und in Deutschland unterwegs waren, liegen wir gerade aktuell in einem Hafen in Belgien mit drin. Trotzdem möchte ich eine Folge für euch aufnehmen, denn ihr habt mir wieder einige Fragen gestellt. Heute keine 3 Minuten, denn es sind wirklich nur ein paar wenige Fragen. 5 sind es, um genau zu sein. Und die lese ich jetzt Stück für Stück vor. Und wie du die Möglichkeit hast, mir deine Frage zu stellen, das erkläre ich dir gleich im Anschluss. Also, Frage Nummer 1. Woher hat deine Verlobte ihre schöne Kette? Yes, vielleicht ist euch das in den Fragenhagel-Folgen, die wir zusammen aufgenommen haben, aufgefallen. Sie hat so eine schöne Halskette von mir, so ein Amulett ist das. Die hat sie von mir zu Weihnachten bekommen, weil ich fand die einfach super schön, bin ich ganz ehrlich. Nächste Frage. Wie hast du damals angefangen mit dem DJing? Boah, das ist eigentlich eine ziemlich lange Story. Ich halte sie jetzt mal ganz kurz. Und zwar, als ich angefangen habe, nannte man das Ganze noch gar nicht DJing, sondern ich habe früher angefangen, Musik zu sammeln, weil ich sehr musikbegeistert bin und weil ich halt die größte Musiksammlung hatte, haben mich Freunde und Bekannte angefragt, ob ich nicht auf ihren Feiern diese Musik abspielen könnte. Und so hat sich das Stück für Stück zum DJing entwickelt. Aber angefangen hat das Ganze mit Musik. Oh, jetzt zieht sie aber ganz schön durch. Ich hoffe, ihr versteht mich doch und das Windrauschen ist nicht ganz so stark. Ich mache die nächste Frage. Was kann man so als Hintergrundmusik spielen beim Essen auf Geburtstagen? Da würde ich zuallererst empfehlen, sprech das bitte mit deinem Kunden ab, weil vielleicht hat dein Kunde ja einen ganz speziellen Musikgeschmack, den du dabei berücksichtigen solltest. Und ansonsten Popmusik. Popmusik ist immer gut als Hintergrundmusik beim Essen. Achte drauf, wie alt dein Geburtstagskind ist, denn daraus spielst du Musik aus den 80ern, 90ern, 2000ern oder auch was Aktuelles. Nächste Frage. Würdest du dir die Maui 44 G2 holen? Nein, tatsächlich nicht. Das würde ich wirklich nicht. Denn sie ist zu groß. Sie ist zu klobig. Und das ist als mobiler DJ nicht angenehm. Ich habe mich bewusst für die Maui 28 entschieden, weil sie einfach noch handlich ist und als mobiler DJ gut einsetzbar ist. Wenn du da übrigens mehr Infos drüber haben möchtest, findest du auf diesem Kanal 3 Videos zur LD Systems Maui 28. So, die letzte Frage. Wie kommt ihr nach Paris? Fragt der Alex Maus. Ja, ganz einfach mit dem Bus natürlich. Guck mal, das Schiff, das legt im Hafen Le Havre an. Und dann kannst du von dort mit dem Bus weiterfahren, direkt nach Paris. Ist aber eine 3,5 Stunden Busfahrt. Wir haben uns tatsächlich dagegen entschieden und haben dann lieber Le Havre und die Normandie vor allem erkundet, wo einige geile Fotos auch noch entstanden sind. Yes. So, Freunde, jetzt wird das Wetter schlechter, da kommen schon die Regenwolken, der Wind wird stärker. Deswegen noch kurz die Info, wie auch du mir die Fragen stellen kannst. Und zwar gehst du auf meinen Instagram-Kanal. Dort findest du jeden Dienstag in meinen Stories den Frag DJ Mike Sticker. Und da hast du die Möglichkeit, mir auch deine Fragen zu stellen. Und dann kommen sie hier in den Fragenhagel mit rein. Freunde, ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und das ist Belgien, zumindest der Hafen von Belgien. Um als DJ zu starten, braucht es Leidenschaft für Musik und eine Liebe für Partys. Aber drumherum gibt es eben noch viel mehr an Sachen, die man wissen muss. Dinge, an die man am Anfang noch gar nicht denkt. Wie geil wäre es denn da, wenn du diese Punkte aber alle Schritt für Schritt erklärt bekommst, damit du jetzt schon weißt, worauf es beim DJing ankommt und was dich erwarten wird. Damit du bestmöglich mit deiner Leidenschaft nach draußen auf die Bühnen gehen und die Menschen mit deiner Musik begeistern kannst. Und dafür gibt es diese großartige Anleitung.